So, servus zusammen. Sega Saturn, theoretisch Wochen oder nicht Wochen. Wenn er mit dem mitspielen sollte, der Sega Saturn. Okay. Beim ersten Spiel hat er schon nicht mehr gespielt, jetzt sind wir gerade auf einem amerikanischen Spiel. Ich habe natürlich nichts. Ich habe keine Memory Card drin. So, ich mach's mal bei mir ein bisschen leiser. Eigentlich muss ich es ganz ausmachen, bitte gar nicht. Ich muss ein Headset anziehen, aber eigentlich bei dem Spiel ist es egal. So, was haben wir hier? Ist leider nie erschienen auf dem deutschen Markt. Im japanischen gibt es es. Military Advanced Commander. Im amerikanischen hat es geheißen Iron Storm. Ich habe das früher mit einem Kumpel gern gezockt. Es ist halt ein Strategiespiel, was aber halt im Zweiten Weltkrieg theoretisch angesiedelt ist. So, und wir wissen ja, da sind wir etwas belastet, wir Deutschen. Ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich sage auch warum. Ich habe nichts gemacht. Lasst mir meine Ruhe, okay? Entschuldigung, wenn ich das jetzt erwähnen darf. Ja, ich habe nichts getan und ich will auch dafür nicht irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden und ich will auch nichts zahlen dafür. Okay, so, aber mehr auch nicht. Jetzt schauen wir mal. Es gibt natürlich verschiedene, ich denke mal, getreue Nachahmungen gewisser Schlachten. Ich bin da jetzt nicht so der, naja, wie soll ich sagen? Also Kriegsspiele spiele ich nicht unbedingt gern, so eine Strategie natürlich schon, macht schon irgendwie Spaß. Und das Gute ist, es kommt ja auch keiner um, muss man mal wohl bemerkt sagen. Es ist schon lange her, wo ich das gespielt habe. Muss immer natürlich im Auge auf den Saturn schauen, weil der nicht so will, nicht mehr so will. So, die Sicht. Ich habe es lange nicht gespielt. Ich weiß da nicht mehr viel davon. Es ist Battle Island ähnlich. Das ist das, was früher eben Spaß gemacht hat. Dieses Battle Island, das war natürlich neutral, da gab es jetzt keine Länder. So, jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer ich bin, das habe ich natürlich. So, da ist die Übersicht. Die Angriffsstatistiken, Attacke, gegen was man angreifen kann, verteidigen. Das wollte ich aber nicht. Ich muss jetzt zuerst einmal. Ups. Ah, ich könnte in der Beschreibung nachschauen. Und da sind wir wieder bei den guten Old Games mit Hülle und Beschreibung und cool. Ja, so. Ich bin aber nicht weiter, weil ich die noch keinen Plan habe. Also A ist die Mappe, hier kann man theoretisch speichern, das kann ich nicht. Und da
knapp drei Jahre. Jetzt bin ich wieder auf der Sicht, das will ich gar nicht. Eigentlich ging es darum. Naja, Einheiten loszuschicken. Nein. Ach, ich bin Amerika, okay. Okay. Mehr wurscht jetzt, es geht ja nur um die Gaudi jetzt, um zu schauen, was es, wie es funktioniert hat. Also wenn sie in die Einheit will, dann sieht sie ja, dann kommt sie in so ein Rastermuster oder was es auch sein mag. Da kann man dann die Einheit bewegen. Da ich jetzt nicht weiß, also wer muss denn der Feind sein? Der Deutsche muss der Feind sein. Kann ich angreifen? Nein. Warum nicht? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Weil England stand ja auf der Seite von Amerika. Irgendwie. Doch, also Attack, genau. Bazooka. Bunker. Okay, machen wir mal. So, da sieht man dann so eine Statistik mit Attack, Defense, Training, Terrain. So, jetzt werden, keine Ahnung, meine auf den Sack kriegen, denke ich mir. Voll herzusehen, muss man ehrlich sein. Infanterie gegen Bunker ist halt, naja, nicht gerade schlau, wenn man es mal so nennen darf. Dann probieren wir es jetzt mal. 75 mm könnte Kanone sein. Na, das hat schon mehr Sinn gemacht. Bomber. So, übereinander konnte man nicht, man musste immer nebeneinander. Das heißt, jetzt probiere ich mal hierher zu fliegen. Nein, da muss man drauf fliegen. Nein. So nicht. No Target. Cannot move. Bomb? Der hat doch eine Bombe. Was soll das? Warum? Willst du hier nicht bomben? Der will nicht bomben. Okay. Böser Bomber. Das ist, denke ich mir, Flugzeugabwehr. Okay, das funktioniert.
Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Das funktioniert. Was haben wir dann noch hier rumstehen? Okay. Ah, halt, das ist. Das muss ein Artillerieschiff oder so sein, weil ihr seht jetzt das Grüne und ihr seht das Weiße. Das Grüne ist, wo man sich bewegen kann. Und das Weiße ist, wo man schießen kann. So, okay. Coast Gun. Also das würde ich jetzt mal gern irgendwie angreifen, muss ich sagen. Genau. Das machen wir aber dann von der Seite. Kann ich auch bomben? Jawohl. Dann bomben wir mal. Das jetzt ist Attack, Defense, die können mich nicht angreifen, das ist schon mal cool. Das war schon mal gut. Ich spiele übrigens, normalerweise läuft das in 60 Hertz. Der Adapter arbeitet aber leider nicht mit 60 Hertz. Und deswegen spiele ich mit 50 Hertz. So, kann man das abkürzen? Das kann man auch abkürzen, wenn es ein zu langweilig ist. Irgendwie. Man kann es, glaube ich, auch ausschalten. So, das war die Abkürzung. Bum, 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 bum. So, kann man den Bunker angreifen? Jawohl, den Bunker kann man angreifen. Dann nehmen wir natürlich Bomben. Yes, it is. Let's fetz. Naja, da klingelt es natürlich, das ist auch klar. Bom, 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 bom. Next one, kannst du bomben? Nein. Bist du ein Versorgungs... Nein, du bist doch ein Bomber. B-17? B-17 ist eigentlich ein Bomber. Naja, wie dem auch sei. Zack. Jetzt sage ich, was passiert mit der MG? Wahrscheinlich nicht recht viel. Was ja auch irgendwie logisch ist. Gut, die 3 hat es jetzt halt weggeholzt. Was soll's. Ich hoffe, der Ton passt auch. Ich sehe das immer nicht. Ich habe keinen zweiten Monitor, weil ich das nicht mag. So, der ist weg. Wir können jetzt einmal, kommen wir einen Panzer irgendwo hin. Wir kommen hier hin, dass wir den Bunker angreifen können. Sollte jetzt Geschichte sein.
So, man könnte, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt hier geht, auch Einheiten kaufen. Der kann schießen, genau. Natürlich nicht Torpedo, 200 mm, 20 mm, probieren wir 200. Ich fand das für Saturnzeiten hat das doch echt gut ausgeschaut, muss man ehrlich sagen. Der Konkurrent war Panzergeneral. Ich glaube nur PlayStation. Ich weiß es jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich. Das war für die Katz auch schön zu sehen. Also jemand, der sich da auskennt, der wird wahrscheinlich vorher schon sagen, du brauchst gar nicht hinschießen. Also ich bin da jetzt nicht so der Kriegswissende, bin eher so nicht so der Fan von Krieg. Meistens müssen sie immer die falschen Leute dafür bluten. So, okay, also das ist jetzt im Moment, spielen wir das Szenario. Jetzt lassen wir mal, wie war das mit dem. Da kann man seine Einheiten durchschauen. Auf Z war das. Die, wo man noch nicht bewegt hat, kann man auf Y durchschalten. Ah, auf X kann man Armation ausschalten. So, und jetzt bin ich jetzt mal fertig mit meiner Runde und dann schauen wir, was der Computer macht. Aha, also United Kingdom spielt mit mir zusammen, denke ich mir. Genau. Ich glaube jetzt nicht, dass er genau. Wäre auch alles sehr merkwürdig gewesen, wenn die mich jetzt angegriffen hätten. Nein, die greifen natürlich auch die Deutschen an. Leider sieht man jetzt anscheinend das Taktische gesehen auf der Karte nicht. Ja, da hat es geklingelt. Geld hatte man natürlich, um Einheiten zu kaufen, das ist natürlich klar, hoffe ich. Nicht um Urlaub zu machen oder sonstiges. Also ich habe den japanischen auch noch, den Military Advance Commander. Da hat man sich halt durchgequält, weil man spielen wollte, auch wenn man es nicht lesen wollte. Das war halt so. Spiele waren Mangelware, Jungs. Ja, war wirklich so. War egal, ich habe japanische Rollenspiele durchgespielt. Ich wollte japanisch lernen, bis mir die gesagt haben, da gibt es so viele Zeichen. Da kannst du dir 10, 15 Bücher kaufen, das ist alles verschieden. Ja. Da habe ich gesagt, gut, dann gebe ich es auf. Ich schwank aus meinem Leben. So, unterbrechen wir jetzt auch mal. Wir wollen ja, dass es schneller geht im Moment. Wir wollen ja kein Playthrough machen. Und wenn wir eins machen, dann brauche ich ein neues Laufwerk. Hilft alles nichts. Mosquito gegen Grenadier. Ja, ihr seht, dass das auch etwas an Zeit dann schon eingenommen hat, so ein Spiel.
Ja, das war jetzt auch nicht so nett weggebombt. Da kann der Grenadier Granaten werfen, wie er will. So hoch kommt er nicht. So, das drücken wir gleich weg. Das wird genauso enden, ist ja logisch. Ja, man musste schon Zeit mitbringen bei manchen Spielen. Nochmal Moskito gegen Grenadier machen wir nochmal weg. Wissen wir ja, wie es ausgeht. Air Corps. Aha, ich denke mir, das ist na, Fallschirmspringen. Kann das sein? 10 gegen 10. Ja, faires Gefecht. Unentschieden. Das Gute ist, sagen wir es mal so, dass es ein kurzes Video wird. Das ist im Moment ein bisschen ausgeschlossen. Ich weiß nicht, wie lange ich so diese Sega Saturn machen will. So eine halbe Stunde, Stunde ungefähr pro Video. So ist die Planung. Wenn der Sega Saturn mitspielen sollte, natürlich. Das ist Grundvoraussetzung. Die konnten sogar. Was ist Erfahrung, Experience? Oh, mein Englisch ist halt schlecht, tut mir leid, Jungs. Das kann doch ein bisschen dauern. Okay. So, das gewinnen die, mehr oder weniger. Nochmal. Ah, okay, ja, mit dem MG gegen einen Panzer muss nicht funktionieren. Oder was ist Stuck? 3 Stück, G, 3G, keine Ahnung. Warte, wir machen es jetzt so. Es ist ein interessanter Kampf. Bleibt er, es ist kein interessanter Kampf für der, dann wird er schneller. Beendet. Da erinnere ich mich leider an ein Spiel und einen Freund, den wo ich jetzt seinen Namen nicht nenne. Weiß ich nicht, vielleicht schaut er ab und zu. Mit dem haben wir so Spiele nicht spielen dürfen. Das ist ein netter Kerl, so ist es nicht. Aber da hat sich jede einzelne Einheit ordentlich genau angeschaut und analysiert und Herr im Himmel. Und wenn man da 50 Einheiten hat und einer braucht 2 bis 5 Minuten pro Einheit vielleicht, dann spielt man nicht mehr so gern. Ja,
Habt ihr dann öfters mal in den Arsch treten müssen, so nach dem Motto, jetzt gibt Gummi oder wir machen eine Zeitbeschränkung. Naja. So, das teuer, das ist. Gibt's da Verteidigung? Nein, oder? Ah, doch. Da hat aber jetzt der. Da hat jetzt der Destroyer ziemlich auf den Sack bekommen, ne? Coast Gun. Coast ist die Küste. Küstengeschütz. Das ging doch vorhin schon nicht gut. Ja, das ist ja Selbstmord sowas. Warum ist das? Das ist. Ich dachte, das wäre ja dann Japan. Japan waren ja so die Kamikaze-Piloten. Oh, so, also. Jetzt kommt anscheinend die nächste US-Einheit, wo noch mit mir spielt, wusste ich nicht. Auch das kann sein. Was macht er? Was macht er? Ah, die Bomber sind anscheinend. Keine Ahnung, für Lager, was zerstört er da jetzt? Ich bin etwas überfragt. Gleiche Geschichte nochmal, braucht man nicht. Aber auch nicht, haben wir ja auch schon gehabt. Battleship Bunker, wissen wir, wie es ausgeht. Ich denke mir nicht, dass da der Bunker irgendwie was reißt. Also ein Bunker hat Deutschland verloren. Thunderbolt ist ein Flugzeug, glaube ich, ja. Naja, da haben wir die Grenadier wenige Chance, also das ist ja vorherzusehen. Okay, logisch. Lightning war auch ein Flugzeug, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Sollen doch mal Dinge, Artillerie angreifen, wie es da ausschaut. Kann ja jeder jemand angreifen, der was ich nicht wert. Ich denke mir, das ist das Datum, der 1944-06 und das andere war glaube ich auch 6. Ah, da wieder ein faires Gefecht oder was? Fallschirmspringer gegen. Naja, 6-6. Oh, die waren. Training Terrain.
Okay, kürzen wir ab. Da tippe ich auf die Bunker. Sonst wären sie auch keine Bunker. Ja, im Himmel. Ja, sowas hat Zeit in Anspruch genommen, so ein Spiel. Sherman versus Bunker. Geht doch der Sherman. Sherman ist ein Panzer. Da reißt er nicht so viel. Das kann eigentlich gar nicht gut ausgehen für Air Corps, meines Erachtens, wenn sie nicht Granaten werfen. Könnte Suizid sein. War Suizid. Was man leider nie vergessen darf. Soldaten gehen, ich weiß es nicht, also ich habe keine Bundeswehr gemacht, aber Soldaten gehen eigentlich in die Bundeswehr oder werden Soldaten, um ihr Land zu verteidigen. Das müsst ihr mal in eure Köpfe reinbekommen. Nicht unbedingt, um andere Länder anzugreifen oder andere Menschen zu töten. Sicher gibt es welche, die wollen das natürlich. Kann man nicht ausschließen. Aber der Otto, normale Soldat, egal von welcher Seite, geht in die Bundeswehr oder in den militärischen Dienst, um das Land zu verteidigen. So, wer greift jetzt an? Darf jetzt Deutschland? Ja, jetzt darf Deutschland. Ja, das war's mit dem Zerstörer. Da muss ich leider auf die Coast Gun tippen. Jawohl. Hat's geklingelt bei den Engländern. Da wird's wieder klingeln bei den Engländern. Engländern, ne? The British guys. Some tea for all. Ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass es gut für England ausgeht. Machen wir eine Schätzung? 4 oder 5? Oh, nur 2? Sauerei! Ich muss aber sagen, so viel haben die ja gar nicht gehabt an Verteidigung. Da geht's mal gegen Flugzeug. Flak ist Artillerie, ich habe das vorhin verwechselt. Entschuldigung. Artillerie. Blödsinn.
Das wird nicht gut ausschauen für die Flieger. Besser als wir erwartet. Bunkerinfanterie, da richten wir ja nichts Gutes für die Infanterie aus. Oh, Bunker hat auch ordentlich gelassen. THK sagt mir gar nichts. FW-190 sagt mir auch nichts. Flugzeug, ah! Bomber, wie es scheint. Marder ist ein Panzer oder so ein. Doch, Marder war so ein Panzer. Infanteriepanzer? Irgendwie sowas? Naja, das war vorher zu sehen, dass das nicht gut geht für die Engländer. Gegen Infanterie auch nicht so gerade nett. Aber so ist es normal. Oh, das schauen wir uns an, das könnte interessant sein. Granatenwerfer. Aber Granaten haben sie nicht geworfen und ziemlich, ja, nicht gut gegangen. Sind die im Wasser? Waren die im Wasser gestanden? Wassergrenadiere? Bewegt sich natürlich der Gegner. Okay, die haben noch eine zweite, aber ja, okay, wäre auch dann ein komisches Gefecht worden. Wollen wir uns nicht anschauen, das geht zu 5 zu 3 oder so aus. Oh, nur eins getroffen, Jungs, zu viel gesoffen oder was? Geht ja gar nicht. Naja, die Einschätzung wissen wir jetzt. Eins. Drei.
das? Ich spiele hier gerade mit einem Superpad 8 von Sega Saturn. Und ich habe gerade auf der Rückseite einen Button gefunden, da wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, für was der ist. Das ist so ein Männchen, wo rennt drauf? Aha. Also Autofeuer habe ich vorhin, aber das mit dem Rennen? Keine Ahnung. Egal. Flak gegen Moskito, also da gehe ich ja davon aus, dass die Moskito jetzt, naja, null hat. Naja, das wäre alles andere ja auch etwas komisch. Aber wer weiß, wenn die Jungs saufen. Und wir wissen ja, wir sind ja die Krautfresser. Die Kraut ist aber gesund. Bloß gibt es nicht der Freundin. Sonst furzt sie euch die Nacht zu. Und ihr müsst um Luft ringen, ich kenne das. Kann ich mir nur, aber Attack 60 zu 70. Dann 6 zu 7. 5 zu 0. Mensch, Jungs. Hä? Ah, wir können, aber das können wir jetzt nicht mehr machen, glaube ich. Animationen ausschalten. Na, geht jetzt nicht. Also, wenn man ohne Animationen leben will, dann geht das auch. Man muss halt dann vorher, habt ihr es gesehen, einfach ausschalten und dann müsst ihr es jetzt nicht so wie ich jetzt wegdrücken. Am Anfang macht es schon Spaß, aber irgendwann ist es echt zeitaufwendig. Ah doch, es ging doch. Es schaut dann so aus. Wird nicht angezeigt, aber so, ich habe X gedrückt. Jetzt ist es anscheinend der Schnellmodus hier. Sehr gut. Jetzt kennt es beides. So, und da sehen wir auch, das ist das Datum 44.06.06. Die Kohle sitzt hier. Jawohl. Ihr seht auch, dass eine Beschränkung ist. Vom Datum her. Da ist ab und zu werden die nachgerüstet, wenn was in der Nähe ist. So, das ist theoretisch jetzt. Jetzt wäre ich wieder am Zug. Man sieht, was sich ungefähr verändert hat. Das war Animation an aus. So, genau. Jetzt ist die Frage. Jetzt versuche ich nochmal rauszugehen, wenn das geht. Nein. Das sind die Übersichten. Ich versuche jetzt irgendwie. Genau. Komme ich hier? Ging nicht. Irgendwie so. Auch nicht. Doch, ging. Start und APCs.
theoretischen Reset? Jawohl, hat funktioniert. Okay. So, ich wollte ich euch noch was zeigen. Jetzt schauen wir noch mal kurz. Also was ich euch natürlich noch zeigen wollte, dass jetzt dass es Standards sind, Szenarien natürlich. Kampagne kann man sich dann raussuchen, wie man spielen will. Also Deutschland, Japan oder Amerika. Beginnt dann mit Vorgeschichte. So, wird halt theoretisch da erzählt, was Sache ist. Theoretisch. So, und dann schaut es halt dann ungefähr so aus. Das scheint die Einsatzzentrale zu sein. Briefing. Okay. Und dann wird die Mission losgehen, gehe ich mal davon aus. Jawohl, so ist es. Und das wäre dann theoretisch jetzt die amerikanische Kampagne. Da kann ich jetzt nichts machen. Nur wieder angeschaut. Anscheinend bin ich die Grünen, ganz genau. Da muss ich mal schauen, wie war das mit dem Kaufen. Das war das Kaufen. So, hier haben wir die Einheiten kaufen können. Machen wir mal die Infanterie. So, aber ich kann da nichts machen. Die sind dann erst beim nächsten Mal sind die zugänglich. Das sind Dörfer, da hat man dann auch theoretisch kaufen können. Hier auch natürlich, das ist ein Flugplatz, aber nur wenn man es gekappt hat natürlich. Ja. Jetzt kaufen wir mal hier ein bisschen ein. Wo ich hin muss, wüsste ich jetzt gar nicht, aber ist ja auch alles nicht so tragisch. Da kann ich nichts kaufen, das scheint eine andere Armee zu sein. So, und dann wäre es natürlich wieder mit, das ist die komplette Map. Müsste man natürlich, die machen wir auf jeden Fall jetzt aus. Nein, ich wollte eigentlich, nein, 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 oh. Status, okay, Status bestätigen.
Jetzt greift Japan wahrscheinlich irgendwo an. 1942. Oder bringt sich in Stellung. Nein, greift an. So, jetzt wäre ich wieder dran, aber jetzt beenden wir es. Also, das ist Iron Storm. Meines Erachtens damals ein sehr gutes taktisches Strategiespiel in der Richtung von Battle Island. Wird mittlerweile kommt es weniger raus, muss man ehrlich sagen, weil jetzt eine Echtzeitstrategie mehr im Vordergrund steht. So, okay Jungs, gut, das war's. Hoffe, ihr habt euch irgendwie informiert, gefallen, wie dem auch sei. Wir hören und sehen uns. Bis demnächst. Servus. Oh, great. Oh, okay.